die Frage, glaube ich, zweimal gestellt bekommen, warum sind wir noch hier? Wir sind hier, weil ACTA noch nicht gestoppt ist. Wir haben zwar einen Teilerfolg erzielt, indem die Europäische Kommission jetzt gesagt hat, ACTA wird jetzt nicht abgestimmt, ACTA geht erstmal zum Europäischen Gerichtshof, aber das bedeutet nicht, dass ACTA jetzt tot ist, sondern ACTA wird nur auf die lange Bank geschoben. Und wir wollen dieses Abkommen nicht. ACTA ist über 5 Jahre lang im Geheimen von 39 Staaten, davon 27 EU-Staaten, mit Lobbyisten am Tisch verhandelt worden. Das war ein intransparentes, Prozedur. Es war ein Geheimabkommen, was dort hinter verschlossenen Türen ohne die Öffentlichkeit diskutiert wurde. Wir haben die Zwischenschritte immer nur auf WikiLeaks gesehen. Und das kann nicht sein, dass halt Gesetzgebung bzw. Abkommen, die in unser Leben eingreifen werden, in so einem intransparenten Hinterzimmerpolitik noch weiter beschlossen werden. Innerhalb dieser 5 Jahre, wo wir immer wieder diese Zwischengender auf WikiLeaks gelesen haben, hat ACTA eine kleine Wandlung durchlaufen. Am Anfang standen dort alle Horrorpositionen der Musikindustrie und der Filmindustrie drin, die man sich so vorstellen kann. 3 Strikes, also Menschen das Internet wegnehmen, Netzsperren und Überwachung des Echtzeitverkehrs. Das steht jetzt explizit nicht mehr drin. Darauf weisen immer alle Lobbyisten hin. Alle Juristen weisen darauf hin, dass man das nicht draus lesen könnte. Aber man muss ACTA politisch lesen. Und ACTA enthält so viele vage Formulierungen, so viele Konjunktive, dass wenn man ACTA politisch liest, man sofort wieder auf Netzsperren kommt, Internet wegnehmen kommt, Überwachung des Echtzeitverkehrs kommt. Weil einer der größten Kritikpunkte, den wir haben am Internetkapitel, ist, dass dort Nationalstaaten angeregt werden, eine freiwillige Kooperation zwischen Rechteinhabern und Providern zu fördern. Das ist eine Strategie, die ist bekannt. Das hat die Musikindustrie mal vor 7 Jahren in die internationale Diskussion geworfen. Freiwillige Kooperation bedeutet Privatisierung der Rechtsdurchsetzung. Das wollen wir nicht. Mit ACTA wäre der Rechtsstaat von gestern. Also wir können im europäischen Ausland sehen, wohin so eine Privatisierung der Rechtsdurchsetzung führt bei Urheberrechtsverletzungen. In England fangen erste Provider an und überwachen den Datenverkehr ihrer Kunden in Echtzeit, um Urheberrechtsverletzungen rausfiltern zu können. Das wollen wir nicht. In Frankreich hat man eine Überwachungsbehörde geschaffen. Das ist noch keine richtige Privatisierung der Rechtsdurchsetzung, aber diese Überwachungsbehörde Hadopi verwaltet Tauschbörsennutzer und wer dreimal erwischt worden ist oder wo es den Anschein hat, dass man Tauschbörden genutzt hat, dem wird das Internet weggenommen. Das ist ein eklatanter Eingriff in Grundrechte, das ist ein eklatanter Eingriff in Informationsfreiheit, in Kommunikationsfreiheit, wenn ganzen Familien für bis zu einem Jahr das Internet weggenommen wird, weil es vermutet wird, dass sie Tauschbörden genutzt haben. Das ist absolut inakzeptabel. Und während das in Frankreich noch mit einer Überwachungsbehörde gemanagt wird, ist in Irland der Schritt in Richtung Privatisierung der Rechtsdurchsetzung, dass man das direkt die Provider mit den Rechteinhabern abdealen lässt, dass man gar keine Gerichte mehr dazwischen hat. Das ist für uns absolut inakzeptabel, das ist der Geist von ACTA und wir sehen im europäischen Ausland, wo das hinführen kann. Deswegen wollen wir sowas nicht haben, weil uns droht das dann auch in Deutschland. Die Europäische Kommission ist im Moment dabei, eine EU-Richtlinie, die sogenannte IP-RED, man sieht es hier auf manchen Schildern, zu reformieren. Das ist die EU-Richtlinie zur Durchsetzung des geistigen Eigentums. Diese wurde vor 8 Jahren im Europaparlament abgestimmt und ist dort durchgekommen. Damals standen wir, glaube ich, mit 6 oder 7 Leuten vorm Europaparlament und in ganz Europa diskutierte niemand. Mittlerweile stehen wir mit rund 200.000 Menschen, wenn auch nicht heute, aber vor 2 Wochen in ganz Europa und demonstrieren gegen eine immer härter werdende Urheberrechtsdurchsetzung und für unsere Grundrechte. Ich finde, das ist ein toller Weg. Ich finde, das ist ein toller Weg, um auch zu zeigen, wir wollen diese IP-RED nicht reformiert haben, wir wollen sie weghaben.
Weil mit IP Red ist damals 2004 der Grundstein gelegt worden für etwas, was wir alle kennen, die Abmahnindustrie. Diese Abmahnindustrie wurde erst möglich durch dieses Auskunftsersuchen, dieses Verfahren, dass halt einfach Anwälte der Rechteindustrie zu den Providern gehen können, sagen können, hier ist eine IP, wir wollen den Namen und dann einfach 1000 Euro teure Abmahnung zu verschicken. Diese Praxis wollen wir nicht, wir wollen eine Reform des Urheberrechts. Und wenn jetzt in diesem Sommer IP Red neu diskutiert wird, evaluiert wird, novelliert wird, wie das alles so im Politikerdeutsch heißt, dann bedeutet es, dass man diese Richtlinie verschärfen will. Es gibt erste Leaks, was sich die EU-Kommission darunter vorstellt. Und dort wird alles wieder, was wir aus ACTA kennen, sichtbar. Dort wird wieder die Kooperation gefördert zwischen Rechteinhabern und Providern. Dort wird die Privatisierung der Rechtsdurchsetzung gefördert. Dort steht dann konkret drin, wie ACTA unser Leben verändern wird. Und deswegen wollen wir auch im Sommer diese IP Red verhindern. Wir wollen diese Proteste ausweiten. Es geht nicht nur um ACTA, es geht darum, wir müssen dieses Urheberrecht reformieren anstatt zementieren. Wir wollen nicht, dass wir weiter Kriminelle sind. Wir wollen legal unser Mediennutzungsverhalten weiter so nutzen, ohne dafür als Verbrecher dargestellt zu werden. Danke.